Doppelt, Sam? Amanda, ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Du hast mein Leben gerettet. Diese Typen sind verrückt. Ich meine, wer weiß, was sie getan hätten, wenn du nicht hier gewesen wärst. Ja, hast echt Glück gehabt. Schau mal, es tut mir leid für das, was passiert ist. Das war eine Menge Kohle, Sam. Ich werde es dir schon eines Tages zurückzahlen. Das verspreche ich dir. Sobald die Hochzeit rum ist, werde ich dieses Buch fertig machen und dich dann bezahlen. Du hast mein Wort. Ich schwöre es dir. Grummel, Grummel, Grummel. Oh. Du wirst mich also zurückzahlen. Hm. Entweder you better oder... Ich brauch's nicht. Also mein Plan ist ja eigentlich dann das super Buch zu haben, deswegen... Naja, okay. Hm. Ich werd's nicht brauchen. You know what? I won't need it. Weißt du was? Ich werd's nicht brauchen. Dieses Journal, dieses Tagebuch, nachdem du gesucht hast, das du stehlen wolltest von mir, ich werde es veröffentlichen. Ich werde mich mit Larry arrangieren und eine Menge Kohle verdienen. Hey, jemand zu Hause? Bitte, kein Wort davon. Wenn wir gerade vom Teufel sprechen, wir haben von dir gesprochen. Ich habe großartige Neuigkeiten, die ich mitteilen muss. Aber erst, wo zur Hölle wart ihr beiden? Ich habe das ganze Casino nach euch abgesucht. Wir hatten so da so ein bisschen Probleme. Und wir waren beim Management und haben da einen kleinen Plausch gehabt. Oh, ja. Sie sind nicht so sonderlich erpicht auf Sams Verhalten, als sie betrunken war, schätze ich. Nun, ich schätze, das war wirklich eine coole Party, nicht? Nun, ich hoffe ja wirklich, dass du zumindest ein bisschen davon in deinem Journal erwähnst, Amanda. In meinem Journal? Nun ja, ich will immer noch dieses Ding haben, weißt du? Ich meine, wenn du damit fertig bist. Jetzt ist genauso ein guter Zeitpunkt wie jeder andere, um es zu übergeben. Ich kann natürlich keine Wunder garantieren. Aber vielleicht kann ich etwas daraus machen. Oh ja, ja, es ist dein, schätze ich mal. Ich will da eh nicht mehr reinschreiben. Und du hast Larry dein Journal gegeben. Ausgezeichnet! Ich hoffe, das ist wirklich was wert. Und für dich, Sam, ich hoffe, du fällst nicht so weit zurück wie Amanda. Also wie dieser kleine faule Racker. Nein, ich hab's nicht vor. Gut, gut. Dann ist alles einfach gut. Du hast irgendwas von guten Nachrichten gesagt? Oh ja, richtig. Es geht um Belinda. Ich habe endlich eine Entscheidung getroffen.
Wir werden uns scheiden lassen, sobald ich zurück nach Beaton komme. Und sie weiß es schon. Was? Ja, ich weiß. Ich habe mich selber überrascht, aber es ist an der Zeit. Ich habe mir gedacht... Wir können uns entweder an diese goldenen Tage, an diese glorreichen, guten Zeiten zurückerinnern und uns an diese klammern, obwohl wir uns kaum daran erinnern, oder wir können uns einfach weiterentwickeln. Und sie wollte das schon die ganze Zeit, dass ich das tue. Und jetzt ist es einfach an der Zeit, sie gewinnen zu lassen. Und wir beide werden jeweils frei sein. Das ist wirklich das Beste. Larry, das ist wirklich eine große Sache. Und, es tut mir leid. Wird es dir gut gehen? Ja, ich könnte ihm auch gratulieren eigentlich. Ja, mach dir um mich keine Sorgen. Da geht's wirklich bloß darum, sich dem nächsten Kapitel zu widmen. Nun, ich schätze, wir sind alle auf unserem eigenen Pfad und wir müssen unser Leben alleine leben. Was meinst du? Ja, das frage ich mich auch gerade ein bisschen. Was meint er wohl? Was meint er wohl? Was meint er wohl? Nun, Sam wird heiraten und ich schätze, das bedeutet, dass du und ich... Oh Gott, was heißt denn das jetzt? Finally settled up. Das heißt jetzt aber nicht, dass die beiden da groß was zusammen machen werden. Das fände ich seltsam. Moment, ich müsste mal eine Zeit aufschreiben. 22 ungefähr. 22:30. Um den Dreh 22:30. Jetzt sollte ich natürlich einen Zettel haben. Dann könnte ich 22:30 aufschreiben. So, dann mache ich doch hier mal ungefähr 22/30. So. Ich hoffe, das kann ich mir dann merken. After I don't know how long here it is in my hand. Ach so. Und wir beide sind auch quitt. Nun, nach ich weiß nicht wie langer Zeit ist es nun endlich in meinen Händen. Ich habe gewusst, dass du damit durchkommen würdest, irgendwann. Und genau deswegen habe ich niemals aufgegeben. Das fühlt sich richtig gut an, nicht? Ja, ich schätze schon. Nun, wir können später darüber sprechen. Ich werde ziemlich bald gehen. Und ich werde mit einem früheren Flieger gehen als ihr beide. Nun, Sam. Wenn ich dich vor der Hochzeit nicht nochmal sehen werde, dann viel Glück. Ich freue mich. Danke, Larry. Das bedeutet mir wirklich eine Menge. Wann immer ihr beide gehen wollt, erzählt's einfach dem Concierge draußen am Tresen und er wird euch ein Auto besorgen. Und lasst es einfach auf das Zimmer anschreiben oder irgendwie sowas. Sie haben schon meine Karte. Und Amanda, sorge einfach dafür, dass du rechtzeitig zur Kirche kommst, okay? Nun, ich habe genug von diesem Platz. Und zwar für ein ganzes Leben. Erschieße mich, wenn ich jemals wieder zu den Karten greife. Okay, schlechte Wortwahl. Ich werde jetzt einfach packen und unten beim Concierge warten. Ich sehe dich dann da unten, schätze ich. Okay. Dann haut sie jetzt ab. Ich finde es immer noch so witzig, dass die andere Sam da drüben steht. So.
Die steht da wirklich noch. So, und was ich nicht gemacht habe. Ich habe nochmal laden müssen wegen irgendeinem Blödsinn. Und da habe ich das Geld hier vergessen. Deswegen nehmen... Oh, 736. Deswegen nehmen wir das da mit. Das ist ja ein anderer Betrag als sonst. 6715. Halleluja. So, habe ich hier jetzt noch irgendwas vergessen? Nö, ich denke nicht. Ich gucke hier auch nochmal. Vielleicht habe ich die Indie-Figures vergessen. Nö, da war ja die eine. Und die andere müssen... Warte mal, war da oben nicht noch eine? Ne, da oben war keine mehr, ne? Da war nur die Kohle auf der einen Seite. Ja. Und im Klo war ich ja auch schon. So. Okay, die habe ich auch mitgenommen. Da und da. Komm, dann nehmen wir nochmal ein Ding. Und setzen uns nochmal hin. Ja, lass ihn ordentlich raus. Oh, boah, hier klingt das alles lecker. So, kann ich mich vielleicht irgendwann mal umziehen? Oder mache ich das... Also eigentlich will ich das ja nicht auf dem Rückflug machen. Items. Zack, zack, zack. Okay, das sind meine Collectibles. Ich glaube, hier war es, ne? So, dann ziehen wir das an. Und düsen auch davon. Hi. So. Gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, dass ich die Klamotten jetzt schon angezogen habe. Weil ich ja natürlich, wenn ich die Klamotten während des Fluges anhab. Ja, ja. Ich hätte gern eine Karre. Ja klar, geht zur Hochzeit. Und wir sind in den Himmeln, also im Himmel, genau. Fliegen ein bisschen durch die Gegend. Und freuen uns der Dinge, die da so... Dingsen. Gut. Bam. Brumm, 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 brumm. Brumm, 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 brumm. Am Strand des Glaubens. Der 30. Dass ich immer noch nicht... Also... Amanda! Ich bin froh, dich zu sehen. Und es in einem Stück vom Casino hierher geschafft hast. Das war eine ganz schöne Party. Das sagst du mir. Die Leute im Büro sind ganz schön beeindruckt von dem Journal von dir. Ich bin wirklich stolz auf dich, Amanda. Oh, danke, Larry. Ich denke wirklich, dass das ein Erfolg wird. Ich wüsste nicht, warum. Von diesem Punkt an sagt mir irgendwas, das nicht schief gehen kann. Wie auch immer, hier gibt es so ein paar Leute und ich will mich ein bisschen unter sie mischen. Vergewissere dich, dass du den, wen auch immer, der Asche, wahrscheinlich den Einweiser, den Platzanweiser, fragst, wo du sitzen sollst. Sie sind alle zugewiesen, die Sitze. So, wunderbar. Dann rennen wir mal ein bisschen rum.